Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Heavensward in der Hauptstory. Wir haben letztens Emery gerettet, haben die Erzbasilika erstürmt und mussten uns leider von einem Freund trennen. Horsche Four hat es leider nicht geschafft. Alfino, was ist los? Der wahre Wandel. Dadaro, geh bitte den vergessenen Ritter zurück und halte die Ohren offen. Vielleicht schnappst du wichtige Informationen auf. Und Historia, wir gehen zur Kongregation der Tempelritter. Ich mache mir Sorgen um den Großmeister. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Und ihr das eure für Ishgard. Wie steht es um eure Wunden? Ach, Wunden. Was ist das gegen den Verlust eines Freundes? Unser Staat ist auf einer Lüge errichtet. Die Kirche hat den Verrat unserer Ahnen an den Drachen verschleiert und eine falsche Legende in Umlauf gebracht, die den Krieg rechtfertigt und die vier Adelsfamilien zur Herrschaft legitimiert. Dabei ist der Adel nicht besser als die niedrigsten unserer Bürger. In ihren Adern fließt dasselbe Blut. Du hast es immer gewusst, nicht wahr, Vater? Es würde mich interessieren, wie du zu diesem Wissen gekommen bist. Ja, es ist die Wahrheit. Unser Staatsgründer, König Tordan der Erste, war mit 12 seiner besten Ritter ausgezogen, um Ratha Tosk niederzustrecken und sich die Kraft ihrer Augen einzuverleiben. So erlangten unsere Vorfahren bis dahin unerreichte Macht. Dein Verrat an den Drachen, daran gibt es nichts zu rütteln. Dass Nidhogg daraufhin rasend vor Wut die Mörder vernichten wollte, ist nicht verwunderlich. Was dann geschah, ist dir ja bekannt. Die Legende spricht von einem Kampf auf Leben und Tod, der 7 Tage und Nächte währte. Der König und die Hälfte seiner Männer kamen dabei ums Leben. Richtig, doch auch Nidhogg schwanden die Kräfte. Die überlebenden Ritter besiegten ihn und stachen ihm beide Augen aus. Doch sie waren unvorsichtig. Sie hielten Nidhogg für tot. Nie hätten sie geahnt, dass er durch das Auge seines Bruders Resvelge wieder erstarken und Rache üben könnte. Indessen lernte Tordans Sohn Haldrad die Kraft in Nidhoggs Auge zu beherrschen und schuf eine unvergleichliche Kampfkunst, mit der er unser Volk vor den Drachen beschützte. Ja, die Geburt des allerersten Azur-Drachenreiters, dem viele weitere folgten. Wann immer Nidhogg erwachte, würden sie zur Stelle sein, um ihn zu unterwerfen. Das ist Haldrads Vermächtnis. Unser Leben ist kurz, wie ein Funke in der Glut. Und was vor 1000 Jahren im Dunkel verlosch, lässt sich heute weder fassen noch ändern. Meinst du nicht auch? Was willst du damit sagen? Soll der Sohn für die Sünden seines Vaters büßen? Für die seines Großvaters? All seiner Urahnen? Wie lange sollen wir die Untaten unserer Vorfahren auf unsere Schultern nehmen? Taten, die wir selbst nie begingen? Dass unsere Vorfahren die Drachen verrieten, war ein abscheuliches Verbrechen. Und höre ich dazu. Aber sollen wir, ihre Kindeskinder, ewig dafür büßen,
Nur weil wir von ihnen gezeugt wurden? Nein, sage ich. Ich werde nicht mit ansehen, wie das Volk von Ishgard für längst vergangene Taten hingeschlachtet wird. Die Drachen leben beträchtlich länger als wir. In ihnen ist die Erinnerung lebendig wie am ersten Tag. Glaubst du, sie würden eine Entschuldigung akzeptieren? Sich mit uns versöhnen? Nur wenn wir kämpfen, können wir unser Leben retten. Und kämpfen können wir nur, wenn unsere Sache gereicht ist. Das Volk braucht Gründe, Orientierung. Und die haben wir ihm gegeben. Aber das ist doch eine Lüge. Wann soll es denn jemals geschehen, wenn nicht jetzt? Wir müssen die Wahrheit verkünden und dem Krieg ein Ende machen. Wie du sagst, ist es die Aufgabe der Herrscher, Orientierung zu geben. Es ist unsere Pflicht, der Zukunft eine neue Richtung zu geben, die Ishgarder zum Frieden zu führen, anstatt in den Tod. Möchtest du dem Volk etwa Halt bieten, indem du den Adel abschaffst? Den stabilsten Pfeiler dieses Staates? Du bist im Irrtum, Emmerik. Ishgard wird in Anarchie versinken und leichte Beute für jeden Angreifer sein. Was nützt denn überhaupt eine Entschuldigung nach 1000 Jahren Krieg? Der Anfang ist doch längst von Abertausenden von Morden überdeckt. Oder wie willst du den Witwen und Waisen erklären, dass ihre Angehörigen für einen Krieg gestorben sind, den wir selbst vom Zaun gebrochen haben? Indem wir die Täter sind, nicht die Opfer? Aber... Alle Päpste der Geschichte begriffen nur zu gut, warum der Krieg fortgeführt werden muss. Du hingegen hast keine Ahnung. Ich habe meine Hoffnung vergeblich in dich gesetzt, mein Sohn. Aber in einem einzigen Punkt gebe ich dir recht, dass die 1000 Jahre alte Wurzel des Übels beseitigt werden muss. Ich bringe Ishgard den Wandel, den es wirklich braucht. Bringt ihn in eine Zelle und findet heraus, ob er mit anderen darüber gesprochen hat. Sehr wohl, Eure Exzellenz. Wieder eine Vision? Die Kraft des Transzendierens. Welch eine seltene Gabe, mit der dich Heidelin beschenkte. Genau so hat es sich zugetragen. Am Ende fehlten mir die rechten Worte. Er war völlig taub für meine Argumente und ließ sich durch rein gar nichts widerlegen. Jemand sagte mir einst, dass man lernen muss, Worte, Taten und Überzeugungen richtig zu beurteilen. Er hätte die Überzeugung eures Vaters als bloßen Vorwand im Dienste eigennütziger Ziele entlarvt, nicht wahr? Aber was meinte Tordan damit, dass die Päpste der Geschichte begriffen, warum der Krieg fortgeführt werden muss? Und was ist dieser Wandel, den er bringen will? Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Die Azurgarde entfesselte im Kampf geradezu unglaubliche Kräfte. Ja. Ich musste an die Ritter denken, die an Tordans Tafelrunde saßen.
Sie hatten angeblich übernatürlich große Kräfte. Mir war fast, als wäre ihre Stärke in Sephirin wiedererwacht. Die Ritter der Tafelrunde. Gewiss nur eine Übertreibung der Chronisten, so wie aus abergläubischen Geschichten langsam Religion entsteht. Unverständlich, warum so viele Leute trotzdem fest daran glauben und ihnen dadurch Leben einhauchen. Aber ja, es kann nicht anders sein. Eisherz konnte Shiva in ihren Körper rufen. Der Azurgarde muss dasselbe mit den legendären Rittern der Tafelrunde gelungen sein. Eine Götterbeschwörung. Wir hätten es ahnen müssen. Als mein Vater wegflog, hörte ich einen Namen. Azisla. Ich weiß nicht, was das für ein Ort ist, aber ich weiß, dass wir ihn und die Azurgarde aufhalten müssen. Er hält unbeschreibliche Kräfte in Händen. Die Kräfte eines Gottes. Historia, Alfino, ich möchte den Bund der Morgröte um etwas bitten. Natürlich, alles was in unserer Macht steht, Großmeister. Es ist mir bewusst, dass die Ursache der verstörenden Ereignisse in Eshgard selbst liegt. Und ihr habt jedes Recht, meine Bitte abzulehnen. Aber wenn es euch möglich ist, verfolgt das Monster, in das ich Dordon verwandelt habe. Und seine Azurgarde. Was antwortest du? Ja, wir werden den Papst aufhalten. Ja, ich werde Horchefond rächen. Nichts. Also Horchefond würde das da nicht wollen, darum nehmen wir das. Vielen Dank, Historia. Ich weiß, dass du es nicht nur meinetwegen tust, sondern auch, weil es um einen Primae geht. Aber es hält mir meine eigene Schwäche vor Augen, schon wieder auf deine Hilfe angewiesen zu sein. Die Bekämpfung der Gefahr durch die Prime ist die wichtigste Aufgabe unseres Bundes. Ich werde mitkommen und Historia unterstützen. Vielen Dank, Alfino. So sehr ich wollte, ich kann Eshgard jetzt nicht verlassen. Ich muss versuchen, die Führung des Staates zu übernehmen, die Lücke füllen, die Flucht meines Vaters gerissen hat. Für das Volk, das nur die Lügen der Orthodoxie kennt, war der Papst eine unhinterfragbare Autorität, als Individuum und als Person. Ich werde das Haus Forton, aber auch einflussreiche Bürger um Unterstützung bitten. Gemeinsam werden wir Eshgard einen und führen. Auch wenn Nidhogg besiegt ist, sind doch seine Drachen noch am Leben und niemand kann voraussehen, was sie nun tun werden. Esdinian, Lucia, ich weiß nicht, ob ich dieser Aufgabe ohne eure Hilfe gewachsen bin. Was redest du da? Ohne unsere Hilfe? Als Azur-Drachenreiter ist es meine Bestimmung, die Drachen zu bekämpfen. Ich werde Eshgard beschützen, bis der letzte Drache abgezogen ist oder vernichtet. Ich werde den Punkt der Morgenröte bei seiner Mission unterstützen, so gut es geht. Alfino, Historia. Es gibt dann noch ein paar Dinge, über die ihr Bescheid wissen solltet, wenn ihr nachher einen Augenblick Zeit hättet. Natürlich. Gehen wir, Historia. Wir haben einen neuen Primae zu verfolgen. Der wahre Wandel. Erledigt. Also irgendwie so langsam glaube ich, dass Alfino vergessen hat, dass wir schon einen Primae gesehen haben. Also Bismarck ist auch noch da. Gegenreformation. Na, Lucia? Dem Sonnenstrahl nach. Das Luftschiff des Papstes, die Sonnenstrahl, ist nach Osten geflogen. Ich habe mich daraufhin in Camp Wolkenwipfel, das alle Himmelsbewegungen überwacht, kundig gemacht. Die Leiterin von Wolkenwipfel, Lanianette, hat bestätigt, das Schiff selbst gesehen zu haben. Dann sind der Papst und seine Garde ins Appalachische Wolkenmeer geflogen? So scheint es. Lanianette sagt, dass sie das Schiff in sehr hoher Luftschichten aufsteigen sah.
Weit oben leben die Wanuwanu, die als sehr ungastlich gelten. Deshalb konnte dort bisher auch kein Stützpunkt errichtet werden. Wenn wir ihnen folgen wollen, brauchen wir ein starkes Luftschiff und einen mutigen Piloten. Hämmert doch, Sidi. Dann lass uns Sid um Hilfe bitten. Er muss uns die Enterprise ausleihen, damit wir dorthin gelangen können. Vielen Dank, ich wünsche euch viel Glück und nun entschuldigt mich bitte. Es gibt so vieles, um das ich mich jetzt kümmern muss. Ja, ja, alles gut. So, zu Sidi müssen wir, ja? Der ist sicher in der Werkstatt, wie immer. Hallo Leute, bekommt keinen Augenblick zur Ruhe, was? Was gibt's denn diesmal? Von Ruhe kann tatsächlich keine Rede sein, Sid. Wir brauchen deine Hilfe. Wir stehen vor einem Remake-Problem neuer Art. Eines, das uns bereits einen wertvollen Freund genommen hat. Tut mir leid, das wusste ich nicht. Und der Papst ist jetzt ein Prime, wo ihr immer reingezogen werdet. Der Papst steht mit den Ascians im Bund, wie Historia herausgefunden hat. Was sie nur vorhaben und was dieses Assisla sein mag. Das erinnert mich irgendwie an Gaius. Die Ascians haben ihn von den Alagern erzählt und ihn mit Informationen über die Ultima-Waffe geködert. Gaius wollte sich diese unglaubliche Macht zu eigen machen. Aber das Ergebnis war katastrophal für Eosia. Genau wie es die Absicht der Ascians war. Assisla sagt mir nichts, aber wenn es die Ascians waren, die dem Papst davon erzählt haben, dann bedeutet das nichts Gutes. Womöglich liegen dort auch hochgefährliche Geheimnisse begraben. Und die dürfen dem Papst nicht in die Hände fallen. Ich mach gleich die Enterprise startklar. Ja, auf Sidis Verlass. So muss das. Treffen wir uns am Luftschiff Landeplatz. Ich bringe euch in jedes Wolkenmeer, das ihr wollt. Dem Sonnenstrahl nach. Ja, wieder mal eine erledigt. Sehr schön. Durchs himmelblaue Fenster. Ich muss da daran noch Bescheid sagen. Schließlich dürfen wir auch in dieser Situation unsere Kameraden nicht vergessen. Geh schon vor zum Luftschiff Landeplatz und sag Sid, dass ich gleich nachkomme. Klar, mach ich doch, Alfino. Ah, Historia, Biggs und Wedge wollen auch mit. Wir sind jederzeit abflugbereit. Fällt nur noch Alfino. Ah, da ist er doch schon. Ich habe Dadaro von unserem Vorhaben erzählt. Sie wird in unserer Abwesenheit weiter nach Minfilia und den anderen suchen. Sie sagt, dass ihr auch die Legion der Unsterblichen Unterstützung zugesagt hat. Zusammen mit Urenge und Riol wird sie sicher bald etwas herausfinden, das uns ihnen näher bringt. Und wir sollten uns jetzt ganz auf unsere Mission konzentrieren. Also dann, liebe Passagiere, begebt euch an Bord. Wedge wartet nur auf euer Zeichen, dann können wir los. Ah, der kleine Wedge wartet auf ein Zeichen. Da ist er ja schon. Na, Wedge? Die Enterprise ist bereit. Wie steht's mit dir? Alles klar und fertig? Ja. Abmarsch. Appalatisches Wolkenmeer. Oh, jetzt sind wir wieder in den Gebiet, das uns am meisten nervt. Der Norden des Abalatischen Wolkenmeers mit seinen zahllosen, unerforschten Inseln. Hier suchten sie nach dem mysteriösen Land Azisla und dem Papst, der seine finsteren Pläne verfolgte.
Noch war ihnen das Ausmaß der Gefahr nicht bewusst. Ach, alles easy, Mensch. Wie hoch wir sind, weit über Camp Wolkenwipfel. Lucia sagte, dass die schwebenden Inseln hier von den Wannu bevölkert sind. Wir müssen aufpassen, dass wir sie nicht reizen. Oh ja, werden wir schon nicht machen, oder? Wahrscheinlich. Falsche Feinde. Soweit ich sehen kann, ist hier niemand. Das Luftschiff des Papstes müsste doch weithin zu sehen sein. Lass uns vorsichtig die Insel erkunden und geeignete Aussichtspunkte zum Spähen suchen. Wir müssen aufpassen, dass wir den Wannu-Wannu nicht über den Weg laufen. Wir haben keine Zeit zu verlieren und noch weitere Feinde können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Tja, wenn das nur so laufen würde. Ich glaube aber nicht. Da ist eine Windäderquelle, die nehme ich logischerweise mit. Denn hier fliegen zu können, ist echt Gold wert. Leider, wie immer, wird es sehr spät zu sein. Hier ist irgendwo ein Aussichtspunkt, hä? Und spähen soll ich. Alles klärchen. Emote haben wir schon draußen. Ich spähe. Ich sehe nur Weiß, Wolken, Bäume. Der Babs und die Azurgeide sind nirgends zu sehen. Ja, ich sehe auch nur Mist. Also ihr habt auch nichts gesehen, oder? Also. Ich sehe da nur grün, Bäume, Felsen, schwebende, was ich will mal. Spähen. Den Kampf von falsche Feinde beginnen? Ja. Weder von der Sonnenstrahl noch von der Azurgarde auch nur die geringste Spur. Zu Hilfe! Zu Hilfe kommen! Hast du das gehört? Das klang doch nach einem Hilferuf. Eines Wannu etwa? Lass uns nachsehen. Und da wird was gejagt. Von Galea. Dort! Galeische Soldaten, was machen sie nur hier? Das sind wohl Ischgarder. Alle Mann ausschwärmen, die schnappen wir uns. Dann werden wir gleich wissen, wo der Papst ist. Ah, die wollen auch den Papst finden. Mist, sie haben uns entdeckt. Aber es sind nicht viele, wir haben eine Chance. Dann können wir auch den Wannu retten. Ach, den retten wir easy, Mensch. Death Cooldown an, also Death Stance an, besser gesagt, zuerst den Heiler. Oh, ich hab die Fähigkeit noch nicht, also nicht hier. Taliak, steh mir bei! Was sollt ihr beistellen? Hast du das Gefunkel oder wie? Das war irgendwie ein komischer Name. Alter, du hältst ganz schön viel aus. Moment, ich fühl's als die. Dann hilft mir halt nur. Ah, du kriegst noch den schönen. Stopp! Uiuiuiui, Moment, da ist wieder Medikus dabei. Nächster mit Healung. Hey, haust du deinen Wannu? Das ist nicht okay. Ich
Tschüss. Hey, Uncharted ist mal echt uncool. Erledigt. Jo, Wanno, wie geht's? Lonu ist voller Dankesworte. Na, Wanoe hat folgegeblasene Feinde wie frischer Wind von Westen. Na, Wanoe, mit gutem Herzen kommen selten an diesen Ort. Lonu möchte euch danken. Ei, ei, ei. Die reden wieder voll kryptisch. Himmelsgiganten. Herz von Lonu ist strahlend hell wie Himmel nach Gewitter. Lonu wird seine Heimat zeigen. Kommt, Navanui. Müssen nach Norden folgen und schönes Dorf Oxundu sehen. Ja, ja. Jo, Alfino. Ich weiß auch nicht recht, was ich von all dem halten soll. Die Galliar waren offenbar auch dem Papst auf den Fersen. Und Lono muss etwas wissen, sonst hätten die Galliar nicht versucht, Informationen aus ihm herauszupressen. Vielleicht können uns die Wanu ja mehr dazu sagen. Folgen wir unserem neuen Freund also erstmal. Ich bin sehr gespannt zu hören, wie das alles zusammenhängt. Oh, bin ich voll deiner Meinung. Willkommen, Navanui. Ogozundu empfängt euch in Frieden wie milder Frühlingstag. Ihr Wanu seid deutlich umgänglicher als die, die wir bisher getroffen haben. Die Worte von Navanui machen Lolu weiter. Bewohner von Wundu sind schwer mit Unheil wie dunkle Hagelwolken, ganz anders als das Volk von Lolu. Was ist das? Donnermaschine? Von Navanui? Da seid ihr ja. Hör zu, im Wolkenmeer ist ein Kampf im Gange. Die Aglius, die wir gesehen haben, gegen einen Primae, einen Wolkenprimae. Bismarck, gegen die Galliar? Wolkengott ist gekommen. Wow. Jo, Alter, was geht ab? Sieht nicht gut aus für Bismarck. Die Kanonen haben ihn schwer zu schaffen gemacht. Alter, hat er gerade den Ding gefressen? Er verschlingt die Kristalle der schwimmenden Insel, um sich zu heilen. Ah, ja, intelligent. Oh nein, Wolkengott nimmt Leuchten von armen Inseln. Erlöschen wie Sterne im Morgenlicht. Navanui, Lonu bietet euch, trefft großen Häuptling von Sundu. Wenn Wolkengott löscht unsere Insel, Vanoe können nicht leben. Ja, mach mal, kein Problem. So. So, Leute. Ich hoffe, es hat euch heute gefallen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.